Hi. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Einfach ein Like da lassen, abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos, wie zum Beispiel Lego Star Wars oder Ninja Voltage. Im Moment würde mich riesig freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. So, Spiel fortsetzen. Yes, sir. So. Oh no, not again. So, wir sind in Episode 1. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, wir sind hier stehen geblieben. Ich habe ja ein bisschen gefarmt. Ja. Hab ein bisschen Stats gefarmt. Wir sind bei über 550.000 mittlerweile. Was für uns am Anfang hier gar nicht mal so schlecht ist. Und genau, wir sollen zu Palpatine. Ja, wir haben Prinzessin Amidala aus Theed befreit. Und den Kanzler. Wir haben das Podrennen gewonnen. Ganz wichtig, ja. Bis wahrscheinlich 22, 30. Mindestens, ja. Und danach geht's dann rein in World War II. Wobei ich nicht genau weiß, ob wir dann um 10:30 oder um 11 reingehen. Ah, ich muss da rüber, okay. Achso, ich muss nochmal mit dem... Oh, komplett sprechen. Okay, okay. Wait. Achso, okay. Ich dachte, ich könnte jetzt hier rumfliegen. Das wäre so geil gewesen. Schließen. Das wäre geil gewesen, wenn ich jetzt hier hätte rumfliegen können. Mega. So, weiter geht's in der Story. Bitte zum Senat begleiten. I am the Senate. Nostalgie am Start. Ja, wir haben auch extra die alten Nuschelstimmen eingeschaltet. Ja, aus purer Absicht. Weil es halt einfach diesen Retro-Lego-Star-Wars-Flair ausmacht. Natürlich haben wir hier weitaus mehr Konversation drin, das muss man leider auch sagen, ne? Als noch in den alten Star-Wars-Spielen, da waren die Cutscenes so kurz und da wurde halt nie viel geredet. Das ist hier jetzt anders, deshalb wird halt mehr genuschelt, aber trotzdem finde ich das vollkommen in Ordnung. Oh, all those stats. Jawohl, ja. Weiter geht's. Reden. So, ah, wir sind da. Diese Transporter bringen uns zum Senatsgebäude. Ich habe dort noch einiges zu erledigen und werde nun aufbrechen. Wenn ihr bereit seid, kommt in mein Büro und wir gehen zusammen zu der Sitzung. Bis dann, Sia. Hast du schon den ersten Lego Star Wars Teil gespielt? Also den ganz alten? Ja. Lego Star Wars habe ich grundsätzlich, also die ersten Episoden habe ich alle gespielt. Ich habe auch damals ganz alte Star Wars Dinger gespielt. Ich habe Episode 1 selbst gezockt. Ja. Senatsgebäude auf Coruscant. Reisen. Yes. Genau, damals die dunkle Bedrohung. Episode 1. So hart durchgesuchtet. Ich habe Episode 1 Racer gezockt. Seinerzeit. Also das Podrennen, das Podrace Game. Ja, alles durchgespielt. Das Einzige, was ich jetzt nicht auf Anhieb könnte, wäre jetzt Episode 7, 8 und 9 spielen. Denn es ist auch irgendwo ein bisschen dem Alter geschuldet, dass du halt einfach Episode 1 bis 6 auswendig kennst. Ja. Und das ist halt bei 7, 8 und 9 nicht der Fall. Da kann ich jetzt momentan noch recht wenig dazu sagen. Ich habe sie alle gesehen. Aber auch nur ein, zwei Mal. Denn so geil fand ich sie nicht. Sie waren nicht schlecht. Ja, sie waren natürlich nicht schlecht. Das ist ein scheiß Star Wars Film. Aber es waren nicht meine Lieblings... Es würden nicht meine Lieblingsepisoden werden, sagen wir es mal so. Denn auch die Darstellerin von Rey ist
ich finde sie ein bisschen schwach. Einfach, weißt du? So, es ist... Weiß nicht. Gäbe vielleicht auch bessere Besetzungen. Noch die ganz alten Teile auf der Wii. Auf der Wii habe ich sie sogar auch mal gespielt. Ich habe die Wii nicht, ich habe nur eine Switch. Aber, ein Kollege von mir hatte das. Sehr, sehr geil gewesen. Nee, noch nicht. Erstmal ein bisschen looten. Das Geile ist halt, du kriegst ja alles kaputt. Ne? Also, fast alles. Stellt euch mal eine komplett zerstörbare Umgebung vor in einem Lego-Game. Quasi sowas wie damals Bad Company. Na, Bad Company 2. Nur als Lego. Lol. Eine von diesen Attacken und einfach dein ganzes Haus stürzt ein. Kannst einfach keine Level spielen. Einfach die komplette Welt zerstört. Easy. Nice. So. Weiter. Oh. Okay. So, weiter geht's. Let's go. Geschichte fortsetzen. Yes, sir. Alles klar, Berin. Bis später. Es ist wie Sims, wie wenn die Sims sprechen irgendwie. Ihr kennt den Boss nicht wie mich so. Ah ja. So. Ja, let's go. Gehen wir wieder zurück, so wie es aussieht. Kehr nach Otogonga auf Naboo zurück. Und bitte Boss Nass um Hilfe. Boss Nass. Landeplattform Nord. Jedi-Tempel, Wohnbezirk Ost, westlicher Brunnen, Südplatz. Und ab dafür. Yoda hat die deutsche Satzstellung immer noch drauf, ja. Genau. So. Wie gesagt, auch mega geil, dass sich das einfach alles aktualisiert, ne? Die spawnen einfach wieder, die Stats. Wenn ich jetzt hier in dieser... an diesem Ort hier rumrenne einfach, auf dem Senatsbezirk, in dem kompletten Bezirk, einmal rumrenne und ich wieder hier vorne ankomme, ist alles wieder aufgebaut. Kann ich alles wieder zerstören dann. So geil. Never ending Stats. Also das Grinden und das Farmen von Stats wird gerade mit einem Multiplikator später wird sau einfach. Ja. Davon bin ich überzeugt. Wenn ich eines Besseren belehrt werde, okay, so be it. Aber grundsätzlich gehe ich erstmal davon aus, dass es recht einfach wird. Da kriegt er einfach sau viel Scheiße. So, let's go. Wir müssen zu Naboo reisen. Und zwar wollen wir zum Paonga-See. Ah ja. Weltraum über Naboo. Kann ich da schon hinreisen? Wir können da hinreisen. Lass mal in den Weltraum reisen. Komm. Machen wir mal.
Ich war noch nie im Weltraum hier, in dem Game. Bin sehr gespannt. Das hier verstehe ich jetzt noch nicht so wirklich. Kommen wir da irgendwie... Ah, mit Leertaste kommen wir raus. Okay, alles klar. Nevermind. Kübelstein-Komet. Feed. Pahongasee. Sehen wir noch irgendwas anderes? Da ist eine Sonne. Okay, Pew, Pew. So, anvisieren. Landen. Okay. So, und das hier ist jetzt... Ist das jetzt auch so ein Minigame oder was? Ah. Das ist eine Ladesequenz. Ich weiß nicht genau, für was es... Und für was es dient. Ich glaube, erst ist eine Ladesequenz. Eine Speicher-Ladesequenz. So. Hier haben wir ja sogar schon ein Rätsel gelöst, actually. Ja. Sehr, sehr, sehr geil. Einfach mal so. Und zwar haben wir hier einen Stein geholt. Was auch geil. Okay, sind alle weg. Nice. Dann verschwinden auch wohl die, diese Blöcke, die man bewegen muss, ne? Die verschwinden dann ebenfalls. Denn da hinten war ja eben, war ja auch was. Boah, guck mal, wie weit wir da zurückkommen noch. Hä? Wir kommen bis da hinten hin? Really? Lass mal erkunden. What is... Hä? Ist das ein Easter Egg? Moment, Kamera. Star Wars. Ist das ein Easter Egg? Ist das ein DVD oder was? Hä? LOL. Naja, Easter Egg war das... War das ein Easter Egg? Bin ich jetzt dumm? Liegt einfach eine Star Wars DVD. Okay. So. Und bitte. Uto Gunga. Laden geht ziemlich schnell, by the way. Ja, obwohl man die neuen Texturen hat, ja, die hochauflösenden. Wir können auf bis zu 144 Hertz spielen. Oh, wir sind komplett alleine, oder? Das heißt aber, wenn wir alleine sind, niemand stört uns beim Looten. Yeah, boy! Yeah, boy! So. Wie kommen wir hier rein? Durch eine Tür, die aber leider zu ist. Jar Jar, walte deines Amtes. So, ja. Jetzt. Also es ist ultra schwere Kindersicherung, die ganz schwere Kindersicherung hier in dem Spiel. Dieses Rätsel... Ach. Das struggelt man aber richtig hart jedes Mal damit. Das struggelt man richtig hart. Dieses Rätsel ist auf einer Augenhöhe mit den, zum Beispiel den Tomb Raider oder so. Nur als Beispiel. So, da geht's runter. Okay. Das
Das komplizierte Kindersicherungsschloss. So. Weiter runter geht's nicht. Nee, okay. Ja, gehen wir mal zu Bossennase. Bossennest. Da sah ich einen. Oh. Da sah ich einen Schlüssel, aber ich glaube, da kommt man nicht ran, ne? Moment. So. Ey, da sind ja doch zwei. Guck mal hier. So alleine sind wir ja doch nicht. Cool. Ich habe mich schon gewundert, es kann ja sein, dass wir hier alleine in Otogunga rumlaufen. E heranziehen. Ja, das brauche ich ja nicht. Oh no. Na hauha. Gangen versteckt. Wenn in Schwierigkeit, gehen an heiligen Platz. Mechanics kommen dort nicht, sie dort nicht finden. Ah ja. Ja, dann gehen wir doch mal hin. Finde den heiligen Ort der Gangens. Es ist die Toilette. Das stille Örtchen. So. Ey. Ich find's aber geil, dass es sich ein bisschen zieht, ne? Dass du nicht in einer Stunde die Episode durchgezockt hast oder so. Das muss ich sagen, das finde ich echt geil. Hier drüben mich zu geheimen Eingang gefunden. I see. Okay. Ah ja. Bauen wir den Aal zusammen. Ey. Ergreifen. Das war einfach. Ich würde sagen, wir haben einen guten Grund. Finden wir hier noch was? Lass mal erst, bevor wir wegteleportiert werden oder weggehen müssen, ja, würde ich sagen, schauen wir mal kurz hier rein und suchen mal hier ein bisschen nach ein paar Stats oder so oder nach einem Rätsel vielleicht, na, so ein bisschen auf Tomb Raider angelehnt. Aber bisher sieht das alles doch sehr eindeutig aus. Die goldenen Stats sind wichtig. Ja, okay. Yes, sir! Wer ist das jetzt? Warte, hatte, du da. Er ist Thaddäus? Du bist Thaddäus? Ich bin Thaddäus! Alter! Ah, so wholesome. Hey, hip hip, hooray. Gangens wären ihre Teiltouren, aber wenn der Vizekönig entkommen sollte. Ah, okay. Was? Ich sag's immer wieder, hundertprozentig, die hatten da the time of their lives im Studio. Wenn du das synchronisieren musst.
Oder sie haben es einfach bei Sims geklaut. Das kann natürlich auch sein. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ergreift sie. Roger, Roger. Was eine Einstellung, Alter. Uff. Sehr, sehr, sehr geil. Was? Geil. Okay. Haben wir es jetzt standardmäßig? Darth Maul. A new challenger. Arrived. Okay, er hat 3 Leben, wie man sieht. Probieren wir es mal. Ah ja. Alles klar. Weiche Angriffen ausnehmen, nur WASD, Leertaste, versuchen mit A, Seite als auszuweichen, okay. Fancy. Halte gedrückt, um Angriff abzuwehren, okay, wir halten gedrückt. Lichtschwert werfen, okay. Jawohl. Bringt das was? Weichen, machen wir tatsächlich Damage? Ah ja, doch ein bisschen, tatsächlich. Okay. Er hat uns gekriegt. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn jetzt zu den Stats hier, ne? Also ich komme natürlich so hin, ich sehe es schon. Boah, wir müssen drücken, 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 drücken. Jawohl. Ich will den Stat hier. Dahin da. Natürlich. Oh, okay. Ach so, okay, wir gehen einfach von Station zu Station. Okay, das ist einfacher. Definitiv einfacher. Bam. Hey, 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 hey. Hey. Ey, ich will Starts. Komm, komm, gib mir Starts. Jawohl. Yes, sir. Yes, sir. Das gleiche machen wir hier nochmal. Leider nur Silber, ne? Schade. Das geht doch auch besser. Ey, Donner, was geht? Servus. So. Boah, nee, 2 Druidikas, ey. Nicht so geil. Ehre. Sehr schön. So. Hä? Lul? Guck mal.
Geil. Was spielen die? Saxophon? Soll das eine Trompete sein oder was? Oder eine Posaune? Und Querflöte. Digga. Auf die Idee muss man halt auch erstmal kommen. Ah. What is this? 1 von 5. Okay, also irgend so ein Teil, was auf dem Rücken liegt und zappelt. Ah ja. Mehr Druidenmeister. Nicht so schnell. So. Hier gibt's keine Stats, wie es aussieht. Dann gehen wir wieder zurück. Bam. So. Oh, geile Air-Kombos hier. Nice. Sehr gut. Guck mal, hier gibt es nochmal ein paar Silber-Stats. Die hätte ich gern. Es fehlt noch der Stat-Magnet, ja. Der fehlt uns noch. Da hätte ich jetzt echt, der würde sehr, sehr, sehr helfen. Da hätte ich echt Bock drauf. Ja, Steuerung links. Achso. Achso, ah, never mind. So kann man das machen, den Aal. Okay. Jawohl. Ah, komm her. Schmeiß den Aal. Haben wir eine Combo oder was? Was ist denn das da rechts am Rand? Mal 4? Ist das ein Multiplikator oder was? Jetzt haben wir ihn nicht mehr. Hä? Also jetzt haben wir ihn wieder, okay. Was war das für ein Multiplikator, Alter? Oha. Gott sei Dank ist das keine Challenge hier in dem Game. Es sieht zwar aus, als wäre das jetzt sau schwer. Ja. Das Problem ist, oder das... Guck mal. Du musst halt einfach nur Leertaste wirklich drücken. Mehr ist es halt nicht, ne? Du drückst literally nur Leertaste und er springt halt automatisch. Du musst nicht wählen, wie weit du springst oder sonst irgendwas. Gar nichts. So, macht Qui-Gon auch was? Keine Ahnung. Oh, wir sind sogar gestorben. Roger, roger. Komm, Qui-Gon. Qui-Gon, hilf mir. Let's go. Ehre. Mehr Money. In meine Tasche. Lull? Kriegen wir den? Easy. Okay. Wenn das Orchester nicht deine Musik spielt. Das war knapp. Das war knapp. Weiter geht's. Wir bleiben dran. Okay. Was wird das? Achso, wir sollen da rüberspringen, oder wie? Alles klar. Abwehren, das hat er gerade automatisch, ne? By the way. Das war gerade komplett automatisch, dass er den Schuss zurückwarf. Anheben, halten. Jawohl. Ist das ein Scharfschütze oder was ist das? Okay. Ist das ein Sniper-Droide? Ja, das ist ein Scharfschütze, Digga. LOL.
Guck mal hier. Tatsächlich. Nicht dein Ernst. Jawohl, Qui-Gon, mach ihn fertig. Nice. Sehr schön. Guter Mann. Dieser Qui-Gon Tequila. Na, ich weiß, er heißt Qui-Gon Jinn. Schon klar. So, da ist Teil 2 von 5. Sehr schön. Habe ich jetzt da noch ein anderes gesehen? Nee, ne? Von denen haben wir nichts verloren. Oder vergessen. Ah, da unten ist einer. Guck mal. Da unten ist einer. Ach, scheiße, Alter. Hä? Null. Okay. Das heben wir mal kurz. Das will ich anheben. So. Rein da mit dem Ei. Und jetzt zerstören wir noch dich. Ganz wichtig. Vielleicht kriegen wir ja einen Stein. Guck mal, die Brücke geht zum Beispiel ganz, ne? Verstehe ich auch nicht wirklich. So, ist die Frage, was wir jetzt machen müssen. Offen werfen? Nee, das hat zwar Stats gebracht, aber das bringt mich jetzt hier nicht weiter. Verfolge Darth Maul, aber wir kommen hier nicht lang. Ah! Oh, scheiße. Ist runtergefallen. Was ist denn mit den Teilen hier? Und zwar mal einfach hier hinstellen. Bringt das was? Ah! Okay. Machen wir mal den Aal hier hin. So, diesen Block hier hin. Und. GG! Okay, wieder ein Machtwürgegriff, man kennt ihn. Nice. Komm her. Komm her, wir treiben den Multiplikator hoch jetzt. Treib hoch den Aal. Kann ich den eigentlich hier mit einer Combo oder so angreifen? Ja, das macht ja viel mehr Schaden, Alter. Komm her, Combo. Jawoll. Immer, wir sind zwar gestorben, aber ey, scheiß drauf. Oh, geil. Sehr cool. Sehr geil. Jetzt kommt's. Die Szene. Ja, jetzt kommt die Szene. Woo, Baby. Okay. Kaputt. Aha, okay. Bringt mir was? Genau. Okay, hier ist nichts, hier ist einfach nur warten. Alles klar. Okay, das macht Schaden, dachte ich mir. Muss berühren, muss berühren. Ah, was ist das? Komm, heb an den Alter. Jawohl. Jawohl. Ach so. Muss den erstmal hier reinheben oder so. Muss ich? Ah, okay. Jetzt kann der
hier rein. Krieg ich den jetzt trotzdem hier raus? Jawohl. Gut, entspannt. So. Haben wir hier auch einen Multiplayer? Jawohl. Haben wir hier auch am Start. Sehr schön. Okay, geilerweise ist es scheißegal, ne? Wenn du deine Combo machst, das ist immer wieder bei God of War und den ganzen anderen Spielen. Das ist wieder so eine Combo. Du kannst ihn kaum blocken, aber er macht einfach, was er will. So. Wenn er seine Combo machen will, macht er so einfach. Scheiß drauf. Ist er zornig oder was? E, jawohl, easy. Let's go. Ah. Der Siegestanz. Oh no. Oh, er hat gar keine X auf den Augen. Schade. Lol. Er ist einfach Zorro von One Piece. Er ist einfach Zorro von One Piece. Hey, Vizekönig. Einfach mal drauf rumdrücken, vielleicht funktioniert es ja. No. Man kennt es. Piept und pfeift. Hinterm Sofa, nein. Hör mal, wer da hämmert. Ach, ja, das ist Tarpuls, okay. Alles klar. Mach zu, Maul. Mache Kopf zu jetzt. Hier. Es reicht. Geil. Genug gemault. Oh mein Gott. Oh, ich bin eindeutig hier für die schlechten Wortwitze. Geil. Eindeutig, Mann. So gut. Okay. Da geht's lang. Jawohl, Geschichte fortsetzen. Bitte. Wir sie alle, wir sie müssen schnell machen. Captain, wir sie gehen so schnell, wie wir sie können. Wir sie bemerken einige. Ziehen. Achso. Da muss ich dann wohl auch warten. Ja, genau. So schon besser. Recht einfach. Blue Stats sogar. Was ist das? 9 von 20. Ah ja, I see. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil.
Reden. Muss ich dann nicht irgendwie auch noch... Ah. Jawohl. Also muss ich einfach nur die Kugeln... Stimmt, ach, das sind diese... sind das nicht die Kugeln für den Schildgenerator? War da nicht irgendwas, gell? Die haben doch so ein Tier. 20 von 20. Bring die Bomber zurück zum Krieger der Gungans. Ja, genau, das ist das Teil. Irse haben alle gefunden. Richtig gut. Jawohl. Geil. Stimmt, die Tiere tragen den Schildgenerator hier auf dem Rücken. So war das. Beziehungsweise ziehen den. Jawohl. Geil. Genau das ist das Ding. Erstmal den Rasen mähen. Oh mein Gott. Es ist mega geil, dass sie wirklich sich auch neue Witze haben einfallen lassen, ne? Das muss man halt auch ganz klar sagen. Aufsitzen. Und jetzt? So. Baby. Let's go. Oh no. An deinen Haaren zum Zielen gedrückt. Drücke zum Feuern. Okay, das ist jetzt halt tatsächlich wie ein... Ist das so ein Lego Call of Duty? Was ist das? Was muss ich hier machen? Ist halt geil, ne? Einmal mit der Maus endlich frei zielen. Ein Headshot, 37 Damage gemacht. Nice, Mann. Ey, Lukas, was geht? Ja, alles gut, Mann, alles gut. Ich habe mir überlegt, vielleicht am Wochenende was in der Richtung zu starten. Ja, hättet ihr da noch Bescheid gesagt? Ich weiß nicht, ob du da kannst oder nicht. No. Keine Ahnung. Hä? Wieso? Ah, jetzt. Hätte mir da so ein bisschen was überlegt, sag ich mal. Wo wir dann am Sonntag vielleicht noch so ein Quickie hätten machen können. Ja. Sehr schön. Denn ich habe mittlerweile so viele Anfragen, beziehungsweise also zu viele, ne, Spiele-Anfragen, beziehungsweise ja, Team-Anfragen, dass man, dass ich das ein bisschen regeln muss. So, sehr schön. Was macht mir das jetzt? Bauen. Achso. Und dann hätte ich halt gesagt, ja komm, wir machen das einfach an einem Wochenende, ne, wo wir die außerplanmäßigen Dinger spielen. Ich wollte ja sowieso, also es geht ja noch. Am Montag habe ich halt alles voll, ne? Da hätte ich halt gesagt, komm, dann können wir doch am kostenlosen Wochenende auf jeden Fall mal am Wochenende halt zocken. Alter, große Schlachten hier.
Lull. Bitte, bitte einen Artillerieschlag einfach. 10 Panzer zerstören. 17 von 60. Alles klar. Was macht der jetzt hier? Liegt hier irgendwas auf dem Feld, wo ich sagen kann, nee? Ah, ich habe einen. Okay. Alles klar. Deswegen habe ich einen gekriegt, weil ich die weißen. Die Anzahl der Stats erreicht habe quasi. Das war nice. Das waren viele. Okay. Den hier noch. Jawohl. Und das wäre der letzte. Schild weg, no! Wir kämpfen für die Druidenarmee. Also das war jetzt echt ganz geil. Star Wars sieht so geil aus. Die Grafik ist halt Bombe. Grafik ist wirklich out of this world. Hände hoch. Ihr seid verhaftet. Sieg auf Feed. So. Bumma Shakalaka. Auch ganz geil. Boom Shakalaka. So, let's go. So, wie war das? Der fliegt doch hier unten rein, ne? Da in das Ding, normalerweise. Achso, aber wir können nicht. Okay. What is this? Genau wie Potrennen. Level starten. Okay. Hätten wir jetzt hier ewig rumfliegen können, oder was? Just like the simulations. Okay, einfach mal alles abfeuern. Mal alles abschießen, was bei uns vor die Linse kommt. Ist bestimmt nicht verkehrt, würde ich sagen. Würde ich mal behaupten. Bestimmt nicht verkehrt. Wir müssen. Achso, wir müssen einfach nur. Okay, wir müssen einfach abfeuern. Ja, alles klar. Einfach abschießen und alles, was auf der Seite steht, im Prinzip. Hä? Hab ich noch einen am Start? Achso, Steuerung alt ist. Okay, ausweichen. Ja, nice. Das war nicht so geil. Wo muss ich lang? Hier lang. Es ist, also das Treffen und Schießen ist halt deutlich einfacher. Und ich meine, wen wundert's? Ja. Ist deutlich einfacher als noch in Star Wars Battlefront 2. Deutlich einfacher. In Star Wars Battlefront 2 habe ich ja die Mission so dermaßen gehasst, Alter. Ohne Scheiß. Die war so bescheuert. Aber auch hier hast du...
hast du wieder diese Option, wenn ihr mal schaut, ihr habt so einen kleinen Kreis, ne? Vor dem Raumschiff. Wenn ihr da halt reinfeuert und dann trifft er halt automatisch, ne? Ganz geil gemacht. Ganz geil. So, oh, jetzt geht das Ding hoch. Jetzt müssen wir noch einmal hier rumfliegen. Und rein da. Kriegen wir alles hier abgeschossen oder was? Das sind doch. Ah, okay. Oh, okay, das ist nur mit der Maus zielen. LOL. Wie geil ist das denn bitte? Big Points. Big Points, Alter. Big Points. Erst der erste wahre Jedi für dieses Playthrough. Ich kann alles fliegen. Jawohl. Geil, Mann. Uff. Ja, alles klar, ab durch den Häcksler. Alle Neune. Ja. Sehr geil. Sehr schöne Parade hier. Da ist er. Da ist er. Die dunkle Bedrohung abgeschlossen. Sehr, sehr geil. Mega. Ja. Alter, wie viele Stats wir haben. 51.450, das heißt, jo, her damit. Wen haben wir gekriegt? Nur Yippie. Rollen, das ist ein guter Trick. Okay. Immerhin haben wir schon 3 Minikills gekriegt. Das ist, ich glaube, so viele hatten wir auch noch in keinem Level bisher. Nice. Sehr, sehr geil.